Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Für ein ganzes Leben. Tiere in Trier suchen ein Zuhause. Tiere binden sich bedingungslos an ihren menschlichen Partner für ein ganzes Leben. Tiere haben keine Vorstellung davon, dass es auch anders kommen kann, dass sich zum Beispiel die Lebensumstände der Halter ändern und sie ihr Zuhause verlieren. In solchen Fällen bietet das Tierheim in vielfältige Hilfe und Unterstützung an. Unmenschlich und strafrechtlich relevant wird es dann, wenn die Tiere ausgesetzt und in der Wohnung zurückgelassen werden. Nicht jede Rettungsaktion kommt rechtzeitig. Glücklicherweise ist das nicht die Regel. Wir möchten Ihnen heute Tiere vorstellen, die gerne wieder ein geliebtes Familienmitglied wären. Dazu sind wir hier im Tierheim Trier-Zeven. Vorgestellt werden die Tiere von unserer Gastgeberin Sarah Menzen. Sie ist hier Tierpflegerin. Hallo Frau Menzen. Hallo. So, und die zwei Kameraden, die hatten wir schon mal, das sind Bruno und Athena. Genau. Wie sollen sie jetzt vermittelt werden? Also Bruno und Athena haben wir lange Zeit versucht, zusammen zu vermitteln, weil sie bis jetzt noch nie getrennt waren. Mhm. Wir haben gemerkt, dass es einfach nicht geht. Wir müssen sie leider trennen. Wenn die optimale Familie kommt, werden sie halt auch einzeln jetzt vermittelt. Also, aber falls sich jetzt noch einer fände, der sie zusammennimmt, wäre das auch noch eine Option? Das wäre auf jeden Fall eine Option. Das würde man natürlich lieber machen, weil die zwei haben sich echt gerne und es wäre schade drum. Ja, sind ja auch Mutter und Sohn. Genau. Welche Haltung wäre jetzt für Sie beide ideal? Sie sind ja jetzt schon Schäferhunde mit Hüfte. Wie sieht das aus? Bei Athena ist es etwas stärker ausgeprägt als bei Bruno. Mhm. Es muss halt eine Wohnung sein, die flach ist, ohne Treppen. Mhm. Ein paar Stufen zur Wohnung hinauf wäre bestimmt nicht verkehrt. Es sollte auf jeden Fall ein Garten vorhanden sein. Es dürfen keine anderen Tiere, weder Katzen noch Hunde im Haus sein. Mhm. Kinder sind auch nicht zu empfehlen, weil sie einfach zu stürmisch dafür sind. Jugendliche ab 16 sind okay. Mhm. Und ja. Und das heißt, auch nicht mit Hundekumpels irgendwie, wenn man sie beim Spazierengehen erwischt, einfach vorbeigehen. Da sollte man zügig vorbeigehen. Bruno ist deswegen auch im Hundetraining. Mhm. Das klappt mittlerweile alles ganz gut. Er lernt immer mehr dazu. Die Athena duldet andere Hunde im Vorbeigehen, aber auf keinen Fall möchte sie die in der Nähe haben oder direkten Kontakt, weil dann kann sie auch zickig werden. Mhm. Der Bruno alleine findet nach Sympathie verschiedene Mädels ganz toll. Mhm. Aber da muss man dann halt auch vorsichtig sich rantasten. Also nicht mal eben, lassen Sie mal schnuppern, sondern da muss man vorsichtig sein. Mhm. Athena zuerst, erst die Mama, dann der Sohn. Okay. Und von ihrer Wesensart, wie sind sie so, wenn man sie selber hat? Ja. Ganz freundliche, nette Hunde. Sie sind sehr, sehr vorsichtig, ob wenn man mit dem kuschelt oder mit ihnen spazieren geht. Ganz, ganz freundliche Hunde. Die Athena ist sehr, sehr wachsam. Das heißt, wenn man einen Garten hat, sollte der Zaun nicht nur 1,20 sein, sondern es sollte ein ordentlicher Zaun da stehen. Mhm. Ansonsten zeigt sie mal, wie man rüberkommt und sie pöbelt halt gerne am Zaun. Mhm. Da muss man dann ihr zeigen, dass es nicht geht. Da kann man aber mit ein paar einfachen Tricks den Hund dem Hund das erklären und dann ist klappt sie auch das. Gehorsam. Genau, ja, genau. Mhm. Aber von ihrer Wesensart sind sie jetzt auch total menschenbezogen. Genau, genau. Jetzt finden wir haben ein uns zwar einmal schon mal kennengelernt, aber sie nehmen ja fremde Leute sofort an. Fremde Leute sind absolut gar kein Problem für beide. Sind sehr offene Hunde, freundlich, nett. Mehr kann man eigentlich zu ihnen kaum noch sagen. So, also einfach nur jetzt endlich aus dem Tierheim raus. Ja, bitte, für Athena wird es Zeit, weil ist eine alte Dame. Sie wünscht sich natürlich auch einen Seniorenplatz. Ja. Da wird sich hoffentlich endlich was finden. Ja. Ja, prima. Und dann würde ich sagen, kommen die Nächsten. Okay. Super. Hallo Nemo. Ui. Hallo Großer. Hi. Na? Danke. Dankeschön. So, wir haben jetzt Leckeres, hast du schon sofort gerochen. So, das ist jetzt kein altdeutscher Schäferhund, sondern ein normaler Schäferhund. Genau, genau. Wer ist das genau? Das ist der Nemo, der sich jetzt gerade ein bisschen dreckig gemacht hat, sehe ich. Oh, kein Problem. Er ist sehr freundlich. Genau, er ist sehr, sehr freundlich, nett, hat mit Menschen gar keine Probleme. Bei ihm sollten aber auch keine Kinder im Haus sein, weil er ist einfach zu stürmisch. Mhm. Andere Hunde findet er ganz doof, damit möchte er gar nichts zu tun haben. Auch keine Hündin? Nein, eher nicht. Er ist der Einzelgänger. Genau, es dürfen auch keine Katzen oder Ähnliches im Haus oder um dem Haus sein. Okay, also nichts mit Katzen in der Nachbarschaft.
Er wird das Grundstück frei halten, sagen wir es mal so. Okay, gut. Wie alt ist er genau? Ich weiß circa 9 Jahre. Ist 9 Jahre. Mhm. Hat er irgendwelche altersbedingten Erscheinungen schon? Ja. Nee, also er schafft jetzt keine 2-3 Stunden mehr Spaziergang, nee, Quatsch, aber seine Stunde anderthalb, ja, die geht er noch gerne und auch flott. Ja. Wenn er den richtigen Partner beim Spaziergang hat, ist er auch sehr souverän. Das sind hektische Leute an der Leine, wird er auch hektisch und pöbelt gerne, mhm, andere Hunde an. Gut, das überträgt sich auch. Genau. Und, dann, ja. Und von seiner Art her auch? Freundlicher, netter Kerl. Mit uns keine Probleme. Die einzigsten Schwierigkeiten, die er halt vorweist oder warum er wieder hier ist, er kann nicht alleine bleiben. Mhm. Also, das heißt, wie äußert sich das? Ja, er dekoriert die Wohnung einmal um. Ja. Dann müsste man halt, auch in seinem Alter kann man dann noch mit Hundetraining was machen, sprich, mhm, Boxentraining, halt mit ihm einfach üben, das, mhm, Alleinbleiben. Das kriegt, mhm, er auch noch in seinem Alter hin. Mhm. Am Anfang sollte man vielleicht den Nachbar bitten, den Hund zu nehmen oder den Nachbar einzuladen, wenn man einkaufen fährt oder sich dann halt einteilen, mhm, weil er sollte halt nicht alleine bleiben. Das heißt, wenn jemand ganztägig zu Hause wäre, wäre das am idealsten. Genau, das wäre, okay, super. Oder man könnte ihn mit zum Arbeitsplatz holen. Mhm. Das wäre natürlich auch noch eine Option. Ah, das wäre der absolute Traumjob. Ja. Ja, super. Okay. Aber für den Nemo ist es jetzt nicht nur, dass generell ein neues Zuhause gesucht wird, sondern auch dringlich. Ja. Wie sieht das aus? Also bei Nemo ist es ganz, ganz dringend. Wenn wir morgens hier ankommen, ist er schon am Weinen. Und wenn wir nach Hause fahren, weint er auch. Er jault und weint wirklich, mhm, den ganzen Tag hier. Also sobald keiner mehr hier ist. Oder auch wenn wir, ja, hier sind, weint er, dass er nicht zu uns kommen kann. Also er ist sehr, sehr menschenbezogen. Und er leidet ganz, ganz schlimm hier. Mhm. Er braucht dringend ein neues Zuhause. Ne? Ganz dringend, ja, muss der Nemo irgendwo unterkommen. Gerne, genau, auch Pflegestelle oder erstmal, damit er irgendwo unterkommt. Ja, könnten wir auch anbieten. Okay, super. Oh, Nemo, dann wünschen wir dir alles Gute. Ja. Ui, da kommt eine Frohnatur. Ja, was hast du uns denn mitgebracht? Dankeschön. Danke. Hallo. Ja, ui. Super, und das ist der... Lucky. Ein kleiner Jack Russell. Genau, ja, das ist der Lucky. Mhm. Der Lucky ist sehr aktiv, mhm, freundlich, höflich. Mhm. Er mag auch keine Artgenossen, mhm, und Katzen findet er auch, ja, ganz lustig, mhm, zum Jagen. Mhm. Kommt aber auch ein bisschen von der Rasse her. Ja. Er ist ein kleiner Balljunkie. Man sollte, mhm, halt nicht einfach nur Bällchen mit ihm spielen. Komm, spiel mal sondern in die Kamera, Bällchen. Ha? Oh, toll. Oh, er zieht. Genau. Ja, toll. Ja. Also, sondern kontrollierte Ballspiele sind bei ihm wichtig. Oder halt hin und wieder mal so Zerspiele. Das findet er ganz, mhm, ja, amüsant. Ja, er ist halt sehr pfiffig. Ja, und ne? Auch mit Kondition. Er lässt nicht los. Mhm. Genau, er lässt nicht los. Mhm. Super. Er war auch zwischenzeitlich einmal kurz vermittelt, kam leider wieder, weil die Leute dann doch nicht auf den Jack Russell gefasst waren, mhm, der so aktiv ist. Ja. Und wenn man ihn halt nicht genug fördert, sucht er seine eigenen, ja, Hobbys. Achso, Sofa und sowas. So ähnlich. Aha. Aber er legt einem auch, er hatte gerade mir das auch abgegeben. Also hat, genau, er schon, also er kann es auch direkt in die Hand legen. Ja. Das kann er. Er kann, toll, zum Beispiel auch Bein hochlaufen und dann runter. Das kann er auch. Für sein Ball macht er alles. Ja. Genau. Der Lucky hat ein Glasauge. Mhm. Also, ja, er sieht nur auf einem, genau, Auge. Das eine Auge ist, es fällt, glasig, nicht großartig, mhm, auf. Guck, vielleicht Lucky nach da. Da ist die Kamera. Ja. Genau. Ja. Das heißt, er ist nicht eingeschränkt aufgrund des Glasauges. Nein, auf keinen, okay, Fall. Mhm. Mhm. Super. Man sollte halt, wie gesagt, bei ihm mit Artgenossen, ja, aufpassen. Die findet er echt doof. Mhm. Okay, also auch alleine, auch nicht mit Hündin. Könnte man eventuell mal versuchen. Ich würde aber davon abraten. Er, mhm, ist doch eher der Einzelgänger. Okay, und wie alt ist er schon? 5. 5. Ach ja, deswegen auch, genau, hier die genau, Power, die Beißkraft. Genau. Das heißt, verspielt jemand, der Zeit hat, ist am besten für, genau, ihn. Genau. Also ihn könnte man bestimmt ein paar Stunden ruhig allein lassen, mhm, zu Hause. Man muss, oh, ihn halt morgens auspowern. Man muss viel mit ihm machen. Mhm. Ob es Suchspiele oder halt wirklich Tricks sind. Viel spazieren gehen, schwimmen wäre bestimmt auch eine Option für, mhm, ihn. Halt einfach, wo er sich auspowern kann, weil er ist einfach viel zu unterfordert. Und Kinder? Kinder hat er keine Probleme mit. Mhm. Ich würde jetzt von Kleinkindern abraten, mhm, also ab 7 oder 8, mhm, wird definitiv kein Problem, weil, mhm, kleinere Kinder sind einfach zu quirlig und, mhm, noch quirliger muss er es nicht haben. Okay, ja. Also ein aktives, eine aktive Familie oder zu Hause. Genau. Ja. Bestimmt auf dem Reiterhof hat er auch keine Probleme mit, am Pferd mitzulaufen, weil es halt wirklich ein aktiver Bube, mhm, ist. Ne? Okay, super. Ja. Da, Lucky, da finden wir was. Hm? Da, hoffentlich. Ja, bin ich mir aber ziemlich sicher. Ja, nur, dass so ein schönes Einzelkind sollte er werden, ne? Genau, ja, genau, genau. Ja, super. Wo er halt wirklich ausgepowert, ja, wird. Am Arbeitsplatz könnte man ihn eventuell mitholen, aber da die er halt Größe so aktiv ist, mhm, wird es halt wirklich schwer. Da sieht man es. Jetzt findet er es langweilig.
Und jetzt und ändert genau. er das Spiel. Mhm. Genau, er braucht das Spielzeug, die wirklich halten, mhm. weil so einfache Tennisbälle, die hat er in 10 Minuten zerlegt. Das ist okay, gut. Also ein fester Knoten oder sowas. Genau, die halten zwar auch nicht lange, aber mhm. die halten etwas länger. Okay, super. Ja, Lucky, dann... Einmal noch? Ja, einmal noch. Einmal vielleicht zur Kamera. Komm her. Ja. Aber er hat ordentlich Kraft. Genau. Also natürlich strenge ich mich jetzt nicht ganz komplett an, aber da ist schon was dahinter. Genau. Ja. Also ihn kann man auch eher mit dem Ball belohnen als mit einem Leckerli. Ja, habe ich gesehen. Genau, das, er fährt eher auf wirklich Action ab. Ja. Also als Belohnung zum Beispiel, wenn er toll Sitzplatz gemacht hat, fliegt ein Ball oder ja. sowas. Das findet er viel, viel besser als ja. ein doofes Leckerli. Das ist auch super selber zum Erziehen, wenn man genau. nicht so auf Leckerli angewiesen ist. Leckerli-mäßig braucht man gar ja. nicht. Super. Daher auch seine schlanke Figur. Und auch gerne halt viel Zuneigung. Oder ist er auch was für die Couch? Ja, auf jeden Fall. Also nach seinem Actionprogramm kuschelt er auch gerne. Super. Verschmuster Kerl. Ja. Aber er muss halt erstmal runterfahren ja. können und das ja. kann er nicht nach 10 ja. Minuten, Viertelstunde nee. Spaziergang. Nee. Wirklich eine dynamische Familie ja. braucht er, die ja. viel unterwegs ist, die viel machen, die einfach viel unterwegs sind. Super. Ja, dann lassen wir den Lucky auch wieder spielen auf der okay, Wiese. Okay, gut. Okay, dann kommt der Nächste. Super. Genau. Hallo, Muffin. Hi. Danke. Guck mal, ich habe was Leckeres für dich. Ja, hi, Muffin. Hi. So, das ist Muffin. Genau. Ein Rottweiler-Mix. Genau. Genau. Und welches zu Hause? Die Muffin ist eine aktive Hündin, ja. die auf jeden Fall Sport braucht, Bewegung, mhm. Action. Mhm. Andere Hunde, Hündinnen. Muffin ist eine Hündin, ja. Genau. Okay. Mhm. Ja. Hündinnen sollten auf keinen Fall in der Nähe ja. sein. Mhm. Souveräne und kastrierte Rüden mhm. duldet sie. Kastrierte Rüden findet sie wieder doof und die haben nichts zu sagen. Okay. Mhm. Genau. Also ein souveräner. Sie weiß, dass sie so ein Rottweiler-Mix ist. Mhm. Davon hat sie schon gehört. Ja, super. Mhm. Ne? Aber man muss jetzt keine Bedenken irgendwie haben, Angst haben, weil es jetzt irgendwie ein Rottweiler ist, rassebedingt. Nein. Gerne, also, ganz liebe. Ganz, ganz freundliches, super. Nettes Mädchen. Hier leider auch wieder der Fall. Kleine Kinder, ist sie einfach zu grobmotorisch. Mhm. Die tut ihnen nichts oder so, aber sie rennt ihr dann einfach mal über den Haufen. Mhm. Ne? Darum sollten halt wirklich ältere Kinder, ich würde ja. sagen ab 10 oder 12, wären ja. für sie vollkommen in Ordnung. Ja. Jünger ist einfach zu riskant, weil sie ja. halt sehr tollpatschig ist. Ne? Okay. Wie man hier so einfach mal sieht. Das ne? ist auch sehr lebhaft. Genau. Einfach. Fröhlich. Genau. aktiv. Mhm. Lange fehlt jetzt ja? das Spielzeug. Ja. Ja, aber ihr sollte mal vorsichtig sein mit dem Spielzeug, weil sie schaukelt sich dann einfach hoch. Ja, okay. Da sind dann wieder wirklich Joggen, Fahrradfahren eher angesagt. Also einfach auspowern braucht sie. Genau, genau, mhm. genau. Okay. Und wie alt war sie? Circa 2. 2. Ach, das ist ja eine ganz junge. Brauchst du noch Hundeschule oder irgendwas? Bei ihr ist Hundeschule auf jeden Fall zu empfehlen, mhm. weil sie halt wirklich noch viel Blödsinn im Kopf mhm. hat, um auch selber einfach mal mit anderen Leuten über die Probleme zu reden, die man auch andere Menschen mhm. haben, mhm. damit man halt nicht am Verzweifeln kommt. Mhm. Aber rassebedingt ist sie jetzt sozusagen für die Haltung teurer oder ist sie eingestuft? Steuerlich ist sie auf jeden Fall erhöht. Mhm. Versicherungsmäßig müsste man sich auch vorher informieren. Mhm. Bei den Gemeindenanfragen sollte man vorher alles abklären. Bevor man sich ein Rottier anlegt. Okay, das heißt, der Rottweiler-Mix ist dann auch wie ein Rottweiler mhm. zu halten. Manche Gemeinden ja. sehen das unterschiedlich, aber Rottweiler steht ja noch nicht auf der Liste. Mhm. Oder okay. zum Glück nicht auf der Liste. Zum Glück, genau. Eine ganz liebe, menschenbezogene. Freundliche, nette Hündin. Also hätte man jetzt nicht gedacht, wenn so ein Rottweiler-Mix auf einen zukommt, dass sie, hallo und hier bin ich. Rottweiler sind meistens ja. nett. Sie ja. werden halt immer falsch genau, eingeschätzt. Genau, das ne? ist das Vorurteil. Genau, ne? schrecklich. Ja. Nee, also eine ganz liebe, ja, und noch so jung. Also das wäre jetzt, gell, Süße, jetzt gibt es noch zum Abschied was ganz Leckeres. Ja, wow, und Sitz machst du auch, das ist ja toll. Vielleicht in Richtung, ui, Platz ganz auch, also alles da. Genau, super. Alles ist vorhanden. Ja. Und sie ist ja, halt im Moment hin. So ein kleiner Flummi. Ja. Also sie darf Gewicht auf jeden ganz Fall viel Glück noch etwas mehr. Ui, auch ein Pfötchen. Ja, das ja, toll, alles. Super. Ja, gut, super Muffin, ja, ja. Das kann nicht mehr lange dauern. Da. Sobald man ihr in die Augen guckt, da sprüht der Charme. Das ja, es muss halt einfach nur alles stimmen. Ja, ne? Okay. So, und wir verabschieden jetzt die Muffin. Und vor der Sendung waren wir schon im Kleintiergehege und bei den Katzen. Und die möchten wir Ihnen auch noch vorstellen. So, wir sind jetzt bei der Löwenfütterung angekommen und hier warten 5 Kaninchen auf ein neues Zuhause. Welche Kaninchen sind denn das? Hier vorne haben wir die Lucia, dann haben wir die Sandra, Mowgli, Cassandra und Simone. So, wir sehen ja auch hier den super gesunden Gemüseteller. Welche Ernährung ist denn für Kaninchen am besten?
Also bei Kaninchen geht es darum, dass immer Heu zur Verfügung steht, weil sie halt einen Stopfmagen haben. Grünzeug sollte man auch jeden Tag frisch füttern, ob es Gurke, Tomate, hin und wieder mal Löwenzahn, Karotte, Salat, was man halt so kennt, füttern sollte. Was man nicht füttern sollte oder nur in geringen Mengen, ist Trockenfutter, weil es macht die Kaninchen einfach nur dick. Dann sollte man halt was für die Zähne anbieten, ob es ein Kalkstein, Salzstein oder halt frische Äste aus dem Garten ist. Also irgendwas brauchen die zum Nagen. Ganz gesund jedenfalls. Genau. Super. Simone traut sich hier ganz vorsichtig heran. In welche Haltung möchtet ihr die denn am liebsten abgeben? Also bei uns ist auf jeden Fall wichtig, dass die Kaninchen genug Platz haben. Also 2 Quadratmeter pro Tier ist uns sehr, sehr wichtig. Ansonsten vermitteln wir auch keine Kaninchen. Diese einfache Käfighaltung, was man leider kennt, ist bei uns verboten. Am liebsten sehen wir sie natürlich draußen, weil sie bei uns dürfen sie auch draußen leben. Das haben sie auch ganz gerne an der frischen Luft. Mhm. Also das Quartier muss groß genug sein, auf jeden Fall. Gerne zusammen oder auch nur zu zweit? Oder was ist da gewünscht? Also hier haben wir 2 Pärchen und die Lucia geht alleine. Mhm. Einmal die 2, die nebeneinander sitzen, die hellbraune mit dem schwarzen, die wildfarbene und einmal gerade der schwarze Bube, der weggehöppelt ist. Genau, der hat sich die Möhre mitgenommen. Sind die kastriert oder? Also unsere Jungs sind alle kastriert, die Mädels einfach nicht, weil es zu viel Aufwand ist für die Tiere. Das ist einfach eine zu große OP. Okay. Gut, dann lassen wir die mal weiter fressen und dann gehen wir mal weiter zu den Katzen. Ja, super. Okay. Und wir sind jetzt im Katzengehege angekommen und hier wartet auch schon einer ganz sehnsüchtig. Wer ist denn das? Das ist unser alter Rolli. Er ist circa 14 Jahre alt, ist ein Fundkater, also wir wissen noch nichts über seine Vorgeschichte. Er ist ganz freundlich, er liebt Menschen. Katzen braucht er nicht unbedingt. Er war auch auf einer Pflegestelle, hat ganz gut geklappt, bis auf, dass er die anderen Katzen gemobbt hat. Mhm. Darum ist er wieder zurückgekommen. Also gerne ein Einzelkind und man hört ihn jetzt schon zwar schnurren, aber man hört noch ein anderes Geräusch. Woher kommt das? Genau, der Rolli hat einen Herzfehler. Er braucht seine Herzmedikamente jeden Morgen, was auch sehr, sehr wichtig ist. Er wird auch nur noch auf Pflegestelle vermittelt, also Endpflegestelle. Aber mit den Herztabletten ist alles okay, wenn er die bekommt und da hat man weiter keine Sorgen mit ihm, oder? Genau, also wenn er die morgens kriegt, kommt er damit super klar. Er spielt noch ein bisschen, läuft hier rum, macht ein bisschen Ärger, alles gut. Jetzt hat er auch Vertrauen gefunden und frisst die Leckerlis. Ansonsten, ist noch nicht komplett gesund, wenn man den Herzfehler gefunden hat. Was hat er denn noch? Genau, der Rolli hat einmal das komplette Paket gebucht. Er hat leider auch FIV, das ist Katzen-Aids. Bei ihm sind leider auch ein paar Symptome ausgebrochen. Er hat eine Stomatitis, das ist eine Maulentzündung, wo er dann einmal im Monat ein Medikament braucht. Mhm. Und dann müsste man dann halt hier zu uns ins Tierheim kommen, und damit er es halt kriegen könnte. Da würde aber auch behandelt. Und ansonsten heißt das FIV dann auch für ihn Wohnungskater oder... Genau, also er darf leider nicht mehr raus, außer in einem gesicherten Garten oder einem gesicherten Balkon, weil er könnte halt andere Katzen anstecken. Und jetzt funktioniert. Möchtest du es nochmal probieren? Nee. Aber ansonsten ein ganz schmusiger Kater. Genau, also ein ganz freundlicher, lieber Kater. Er saß auch bei der Pflegestelle ganz brav auf dem Sofa. Er hat nichts kaputt gemacht, er ist sauber. Eigentlich ein freundlicher Kerl. Wie alt ist er jetzt? Circa 14 bis 15, wir können es halt nicht genau sagen. Okay, dann hoffen wir mal, dass da eine Pflegestelle oder vielleicht ein ganzes Zuhause kommt. Wer wartet hier noch auf uns? Wir haben hier noch einige Pfiffkatzen im Gehege, die halt ein neues Zuhause suchen. Die einen freundlich, die anderen etwas weniger freundlich, aber Wie viele Katzen insgesamt hat das Tierheim? Also Pfiffkranke wie Gesunde? Das sind circa 50 bis 70, dürften es circa sein. Okay. Dann gucken wir jetzt mal nochmal zu den Kleintieren zurück. Okay. Okay. So,
und hier sind wir bei einer ganz alten Seniorin angekommen. Wer genau ist das denn? Also, das ist unsere Oma. Mhm. Die Oma wurde gefunden. Wir können kein genaues Alter sagen, ob sie erst 8 oder schon 14 ist. Das können wir also nicht sagen. Sie ist in einem schlechten Zustand. Sie hatte ganz viele Flöhe, als sie herkam, und Milben. Mhm. Ein Ohr ist halt schon kaputt, wie man sieht. Aber das ist das Ohr, wo sie noch drauf hört. Also okay. Das Stehohr ist komplett taub, zugewachsen. Das schiefe Ohr, da hört sie noch etwas drauf. Also man muss bei ihr ein bisschen lauter sprechen. Ne? Okay, aber sehen kann sie noch, und ansonsten, wie sieht ihre Gesundheitszustand sonst aus? Also Blutwerte und alles sind top für ihr Zustand. Sie braucht kein Spezialfutter, keine Medikamente, gar nichts. Kastriert ist sie bereits. Und das Einzige, was noch ist, weil halt ihr Fell in einem miserablen Zustand ist oder war, dass sie halt noch schuppt. Das dauert halt noch eine Weile, bis es regeneriert ist. Aber ansonsten eine fröhliche Oma. Sie also Artgenossen muss sie nicht haben. Sie ist in einem Zimmer jetzt hier mit 2 weiteren Katzen, die sind anwesend. Das reicht für sie auch. Es reicht bestimmt noch, wenn sie durch ein Fenster mal eine Katze sieht. Mehr Kontakt bräuchte sie bestimmt nicht. Aber ansonsten, sie war ja jetzt auch ganz zutraulich, sehr verschmust, nehme ich an, und was gemütlich ist für zu Hause. Genau. Also sie braucht jetzt keinen Kindergarten zu Hause. Sie möchte gerne gesetzte Leute haben oder halt einfach Teenies, die wissen, okay, die möchte nicht mehr rumspielen. Eher ein ruhiges Zuhause sucht sie. Also jetzt aber wirklich mal endlich das letzte Zuhause, ja, wenn sie ja schon die Oma hier im Hause ist. Super, und dann warten noch 2 andere Katzen. Genau. So, und hier warten jetzt 2 ganz ernste Fälle, ein Geschwisterpaar. Wer sind die beiden denn? Also das sind einmal Benno und Beppo. Und die liegen uns sehr am Herzen, weil sie beide erst 17 Wochen alt sind. Sie kamen hier hin, da waren sie ganz schlimm verschnupft und verrotzt. Da saßen sie auch ewig in der Schnupfenquarantäne. Und da haben sie es endlich geschafft. Und da hatten wir so ein dumpfes Bauchgefühl. Da haben wir sie getestet auf Leukose. Mhm. Und die sind leider beide positiv. Können Sie uns nochmal gerade erklären, was Leukose genau bedeutet? Ja, Leukose ist eine Katzenkrankheit, die man nicht heilen kann. Man kann nur die Symptome lindern. Bei manchen Katzen ist der Erreger im Körper, es bricht niemals aus. Und bei manchen Katzen brechen die Symptome aus, wie bei den beiden halt. Mhm. Ne? Bei Ihnen ist es ausgebrochen. Und welche Symptome sind das genau bei Ihnen jetzt konkret? Also bei Ihnen sind die Lymphknoten geschwollen. Man muss regelmäßig zum Tierarzt fahren, dann müssen sie was gespritzt kriegen, damit sie halt schmerzfrei leben können. Sie haben auch keine hohe Lebenserwartung, darum ist es uns so verdammt wichtig, dass sie 2 aus dem Tierheim kommen. Sie werden höchstens, oder der Tierarzt sagt höchstens 2 Jahre. 2 Jahre. Mhm. Und das heißt auch für drin nur eine Wohnung oder Haus? Genau, also Haus, Wohnung, wie man möchte, darf keinen Kontakt mit anderen Katzen haben. Außer sie sind auch leukosetiv positiv bekannt, dann ist das kein Problem. Aber sie dürfen jetzt mit keinen anderen Katzen Kontakt haben. Man muss auch keine Sorge haben, dass man den Erreger, wenn man jetzt zu Hause ist, eine Freundin besuchen fährt, dass man den Erreger weiterschleppt. Der Erreger kann nur 12 Minuten ohne Zwischenwirt überleben. Deswegen waren das jetzt auch unsere letzte Station bei den Katzen, damit alle weiterhin gesund bleiben. Aber ansonsten machen sie jetzt einen fröhlichen Eindruck. Also sie schnurren laut, schlecken hier, sind ansonsten fröhlich. Ja, die sind fröhlich, die spielen mit uns, die hängen hier im Putzwasser mit, wenn wir putzen wollen. Also ganz, ganz fröhliche Tierchen. Nur halt, dass sie halt nicht besonders alt werden, dass man sich drauf gefasst machen muss, dass sie ein sehr kurzes Leben haben, dass man regelmäßig zum Tierarzt fahren muss, dass man allgemein mehr ein Auge drauf haben muss, wenn sie einen Tag mal nicht fressen, muss man das halt wirklich schon akuter im Auge behalten und dem Tierarzt bitte informieren. Dann drücken wir diesen 2 die ganz fest die Daumen, dass sie, ich hoffe, die Zuschauer sehen das jetzt, dass das ganz süße Katzenbabys sind, die einfach jetzt ein schönes, kurzes Restleben verdient haben. So, und das ist der Hanno, den wir aus dem Kleintiergehege mitgebracht haben. Was für ein Zuhause wäre jetzt für das Kaninchen hier am besten? Also der kleine Hanno braucht dringend einen Spielgefährten, weil er findet es ganz, ganz langweilig hier. Wir haben nur leider nichts in seinem Alter oder älter, was wir ihm dazusetzen könnten. Weil er ist noch nicht kastriert mit seinen 4 Monaten. Also muss es ein kastrierter Bock sein oder eine Häsin, die auch kastriert wurde. Okay, oder man wartet halt noch. Das ist meistens nicht der Fall. Genau. Ja, okay. Aber auf jeden Fall jetzt dringend
zu zweit irgendwo untergebracht? Auf jeden Fall. Auch nach draußen oder Wohnung? Ja, für ihn wäre es bestimmt ganz toll. Wohnung findet er bestimmt langweilig. Er darf auf keinen Fall in einen Käfig, weil er hochgradig käfigaggressiv ist. Okay, käfigaggressiv. Welche Alternativen hat man dann für ihn? Ein großes Quartier, was auf dem Boden ist, wo er frei rumhöppeln kann. Heißt das auch in der Wohnung? Könnte man sich da was überlegen? Selbstverständlich. Okay. Also da kann man so Gitterelemente davor machen vor seinem Quartier. Das ist sicherlich kein Problem. Mhm. Nur diese 1,20 Käfige, wo wir eh nichts hinvermitteln. Okay. Da kriegt man welche auf die Finger, wenn man reinpasst. Mhm. Okay, gut. Da hat er keinen Bock drauf. Nein, das findet er doof. Okay, super. Aber ansonsten ist er auch putzmunter mit seinen 4 Monaten. Freundlicher Kerl, höflich. Ja, alle Geschwister vermittelt, nur er nicht. Ihn haben wir als einziges. Ah, okay. Er kam zu uns, da hatte er leider ganz doll Schnupfen. Ja. Und dann saß er lange bei uns in der Quarantänestation. Jetzt mittlerweile hat er auch keinen Schaden zurückbehalten, ist er wieder fit und ist jetzt zur Vermittlung freigegeben. Putzmunter. Genau. Super. Und einen gesunden Appetit, das ist auf ein gutes Zeichen. Darf ich dir noch eins geben? Ja, super. Ist es leider schon aus? Nee, hier gibt es noch was. Super, Hanno. Okay, prima. Dann ganz herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung. Ich mich auch. Und hier warten natürlich noch viele weitere Tiere auf ein neues Zuhause, die man sich im Internet ansehen kann. Und zwar unter www.tierheimtrier.de. Oder Sie können sich die Tiere einfach angucken. Und zwar zu den Öffnungszeiten dienstags bis Samstag. Telefonisch zu erreichen ist das Tierheim dienstags bis samstags von 14 bis 17 Uhr und zwar unter Trier 0651 86 15 6. Und von Montag bis Freitag ist das Tierheim zu erreichen von 9 bis 12 Uhr unter Trier 0651 99 83 33 8. Und unverbindlich vorbeikommen kann man da immer. Und falls Sie gerade es zugeschaltet haben, können Sie diese Sendung jederzeit im Internet ansehen. Und zwar unter www.ok54.de/mediathek. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.